Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pillars of Eternity. Alright then. Wir wollen uns hier mal upala. Eieiei. In einer ganzen Hey. Menge Leuten prügeln. Mit einer ganzen Menge Leute prügeln, wollte ich sagen. Wir kommen ja hierzu gar nichts. Alright then. Okay. Irgendwas zaubert hier, oder sieht das nur so aus? Wir sind hier irgendwie, wo sind wir denn? Level 5, glaube ich, von den endlosen Pfaden. Und ich würde sagen, das sind so viele, da fangen wir mal mit einem Feuerball an. Und du machst mal. Geht das nicht? Aha, so, okay. Mindblades, du wartest erstmal noch. Aha, da kommen sie jetzt alle. Nee, Aloth, nicht in den Nahkampf. Was tut? Gottes Willen, wie viel sind das denn? Okay, Heravias, die brauchen wir jetzt auch mal. Okay, so Aloth. Okay, so richtig viel aushalten tun sie nicht, so wie es aussieht. Sind offensichtlich immer noch die gleichen Xaurips, ne? Scheint so. Ne, da war nochmal Interdiction. Haben wir nicht. Du schieß mal auf den da und Aloth macht mal. Wo ist denn der Priester da hinten? Welcher bist du? Da. So. Lebt noch, Freiheit. Das ändern wir mal schnell. Okay, da ist jetzt eine ganze Menge gestorben, unter anderem ein High Priest, aber das ist immer noch. Du warst ja eben noch nicht da. Naja, gut. Nimm mal das Ding und schieß auch mal auf den. Du schlag mal auf den und du schlag mal auf den. Ist nett, dass den das überhaupt nicht kümmert. Sehr nett. So könnten wir jetzt. Könnte mal irgendjemand den High Priest umbringen, bitte? Das sieht gut aus. Okay, dann haben wir hier nur noch den Popelkram. Das dürfte genau nur noch eine Frage der Zeit sein. So, du bist auch tot. Stellen wir uns mal schnell auf. So. Speichern ab, weil jetzt kommen die gleich. Ja. Oh Gott, schon wieder so viele. Du stell dich mal hier hin, du stell dich mal hier hin. So, dann machst du mal Interdiction. Du machst mal. Das hat ja eigentlich ganz gut geklappt, aber da warten wir erstmal noch, bis er. Aha, da wollt ihr hin, dann setzt den mal dahin. Grace, du machst wieder Mindblades und Hyravias. Ach, der war ja so schlecht nicht. Got him.
Okay. Bam, bam, bam. Die sind eigentlich gleich Geschichte. Dann schießt du mal auf den. Du schießt auch auf den. Und du schießt auch auf den. Hör auf zu heilen, Priester. So ist gut. Okay, also die Xaurips sind, denke ich, handhabbar. So wie es ganz offensichtlich aussieht. Wahrscheinlich ist das nur das Begrüßungskomitee und die richtig schwierigen Xaurips kommen noch, aber bisher ist das alles sehr übersichtlich. Steady does it. Pearl. Okay. So, was ich jetzt aber eigentlich zu Beginn des Videos sagen wollte, wir sind hier in, ja, Ottnoa Level 5, genau, alright, und wollen nochmal gucken, wie tief wir vordringen können, bevor sie uns hier alle verprügeln. Da geht's auch irgendwo hin. Ah, das ist die große Treppe. Gottes Willen, es sind aber auch immer viele. Ja. Interdiction, warum nicht? Okay, Gottes Willen. Priest, Skirmisher. Da sind die High Priests. Okay, die müssen wir mal aus dem Spiel nehmen. Wo bist du, High Priest? Da. Wo noch? Da, mal drauf. Du machst das da auch mal hin. Mensch, Mensch, wir machen echt ganz gut Schaden mit dem Ding. Zeigt uns das Spiel eigentlich irgendwo die Hitpoints an? Der Gegner? Nee, ne? Nur die... Damage Reduction... Egal. Holy Radiance, warum nicht? Kostet ja nichts. So, und jetzt sollen wir gleich mal den Priest ausschalten, damit er nicht wieder auf die lustige Idee kommt, hier irgendwelchen Mist zu machen. Ja, schieß da einfach mal drauf. Und du schießt mal auf irgendwas Einfaches. Den da. Und jetzt kannst du nämlich schon wieder Mindblades machen. So, und das hat das lichtet die Reihen ja echt massiv. So. Ihr könnt alle mal auf den Priester gehen. Okay, der wäre weg. Kannst du schon wieder? Yep. Okay, du hast auch irgendein kleines grafisches Problem, wie ich sehe, Freundchen. Geht's noch? Also sollen wir dir helfen? Also, nee. Wahrscheinlich werden wir jetzt auch deinen Loot nicht bekommen, weil du hier aus dem Bild glitscht. Aber na gut, das ist ja wohl mal. Ist ja nicht so, dass das... Ah, jetzt bist du wieder da. Und jetzt stirbst du nochmal. Okay, es sind schon mal... ich weiß gar nicht, welche Patch-Version... Ich glaube, das ist nur 1.6, was ich spiele. Naja, die grafischen Glitches, habe ich das Gefühl, werden eher mehr als weniger. Aber... Paralyzed? Könnt ihr paralyzen? Naja, soll uns egal sein. Schieß den mal tot da. Das kann nicht so schwer sein. So. Jetzt den da. Dann noch mehr. Oh, schöner Schuss. Na, noch mehr? Oh ja, sind noch mehr. Aber euch interessiert das alles nicht weiter, ne? Ja. Gut.
Dieses Kampfsystem ist echt ein bisschen strange. So, jetzt macht er mit, ne? Ach so, das ist gar nicht ein Zauber von denen, das ist ja Kana mit seinem irgendwas, was er da macht. Stimmt, dieses blaue Gedöns. Das geht echt ganz gut. Du machst mal das. Triste eigentlich alle. Ja. Gut, du. Ja, drauf schießen. Und du schießt auch drauf. Ja. Nochmal Mindblades. Und weg mit euch. Hm, lebt noch. Na komm mal. Was seid ihr denn da alles? Activates Lay on Hands. Die Champions können Lay on Hands. Gut zu wissen. Also, nicht, dass es irgendwie von Bedeutung wäre, aber weil sie sterben ja sowieso, aber sie können es. Sie können Hand auflegen. So, jetzt seid ihr aber tot. Plop, 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 plop. Ja. So, komm mal. Na komm. Hier keine Zauber mehr verballern. Ein Punkt Schaden. Mhm. Aloth, das hast du gut gemacht. Okay. Gut. Und dann haben wir eine ganze Menge Kram. Nice and quiet. Mhm. So, ist denn hier unser... Ja. Oh, Pilze. Mhm. Ja, es sind tatsächlich auch Pilze in dem Fass. Okay. Aber die können wir nicht mitnehmen hier. Das sind andere Pilze. Das sind Hintergrundpilze. Die können wir nicht mitnehmen. Okay. So, ist hier eine Falle dran? Durance? Was seid ihr denn hier? Achso. Resting Bonus. Na gut. Oh, das ist gut. Du ist auch nicht schlecht. Und dann müssen wir zum Rasten nicht wieder nach oben. Das ist gar nicht schlecht. Müssen wir, aber rasten müssen wir im Moment noch nicht. Ah, hi. Okay. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Da müssen wir jetzt mal, so. Du machst die mal alle blind. Das ja. Sehen wir ja selber auch nichts. Also blöd. Oh, du kannst um die Ecke schießen. Das ist gut. Dann machen wir mal Interdiction. Und du mach nochmal dein Arcane Assault. Wo ist denn der High Priest? Da ein bisschen weit weg. Dann schießt du mal auf den. Und du schießt mal auf den High Priest. Okay, läuft ganz gut. Weiter alle auf den High Priest. Hm.
Ja? Okay, der High Priest ist weg. Dann müssten wir das ja jetzt geregelt kriegen. Yes. Das kann ja der Cypher eigentlich alleine machen. Wir brauchen ja nur die zwei Leute vorne, um zu verhindern, dass die nach hinten durchrennen. Und ansonsten bringen wir... Ja, das ist das Kampfsystem. Bringen wir von hinten alles um. Gut, haben wir gut gemacht. Zack, zack. Aha. Potion of 1 Skin. Plus 8 Damage Reduction. Okay. Und nun, ganze Menge Geld. Hey, nice and quiet. In der Tat. Das sieht wichtig aus. Ah, und da ist der Knopf dafür. Okay. Duins, dann guck da nochmal, ob da noch eine Falle ist. Ja, ja, kann ich. Aber ist da eine Falle, Duins? Nicht? Okay. Dann guck hier gleich mal rein. Aha. Vorsichtig. Ich meine, es ist nur Duins, aber trotzdem. Also, sein Mechanics-Wert ist ja ganz gut. Ansonsten, brauchen wir ihn ja nicht unbedingt. Der ist ja für die Gruppendynamik nicht so hilfreich. Ja, aber es ist ja... Jeder hat so seine Quirks. The Xarops have piled together coins. Discarded jewelry and battered fragments of ornamental weapons and armor. Ja, und eine ganze Menge Coins. Die können wir jetzt alle mitnehmen. Das sind 11. Mehr nicht. Das sieht mir nach mehr aus als 11, wenn ich ganz ehrlich bin. Fine Large Shield und... Nochmal 11, und was ist das? Fine Metal Hilt ist auf anderen Orangen. Mhm. Ja, das nehmen wir mit. Aha! Shattered Blade, Ornate Hilt. Okay, was brauchen wir noch? Ich meine, was gehört da alle zu einem Schwert? Hilt, Blade. Ich meine, viel mehr ist es da nicht, oder? Mal gucken. Das ist das Hilt, das Blade, ja, das passt da eigentlich rauf. Auch vielleicht noch die Spitze oder so. Upper Half. Of a Broken Blade. Ist du sicher, dass das die Upper Half ist? Sieht mir eher aus wie die Lower Half. Und hier ist... gut. Whatever. Okay. Gut. Haben wir aber immerhin was gefunden. Und das sind, wie gesagt, definitiv mehr als 11. Aber Gott. Hey. Vielleicht sind das nur Kupfermünzen. Und vielleicht ist das auch gar. Nee, das. Ach, das sind gar keine Münzen. Guck mal, das sind Steine. Die leuchten nur so golden durch das blöde Feuer. Ah. Clever Xaurips. Habt ihr mich glatt hinters Licht geführt? So. Ahahaha. Ja, ja, du sollst es nicht nur sehen, du sollst es auch entschärfen. Something. Aha. Ja, entschärf mal bitte. Okay. Okay. Und die auch noch? Mensch, bist du richtig gut. Also, ist nur Level 5 Difficulty. Okay, jetzt so gut bist du doch noch nicht. Hey. Aha. Was zu lesen. Na, dann wollen wir mal schauen. Grace, lies mal. Expedition Log Page. This appears to be page torn from some larger text. Ja, Expedition Log, würde ich vermuten. Skyder did not make it. I know Merrick tried his best. No point in turning back now. That's what Merrick is saying. I think the point is leaving these ruins alive. We have lost half of our people already, and I'm not sure how we are meant to survive this place, especially with Skyder gone. The gods were kind to let us find that study and the books there. Those tomes would fetch a good price in and of themselves. We don't need to go any further. But the Ziel has stirred his blood.
Okay. He's sure we'll find more Equithan relics below. Every step takes us further from a guaranteed haul and deeper into unknown territory. I don't know what madness has gripped him. I cannot stop thinking about Idriga, the way she screamed. Ich nehme mal an, das ist jetzt kein romantischer Gedanke, sondern im Todeskampf geschrien. Ja, schön. Ihr habt offensichtlich Probleme hier mit den Xaurips gehabt. Das muss uns ja nicht weiter stören. Noch ein toter Xaurip. Das waren wir aber nicht. Okay. Warum liegen hier tote Xaurips rum? Was ist das? Limbs and organs bob in this mire of blood and gristle. The carnage stirs with the occasional gust of wind from the tunnel above. Ach, das ist da, wo dieser andere runde Raum. Da, wo es runterging. Aha. Okay. Muss mir wahrscheinlich nichts... Ich meine, hier ist ein bisschen Blut rausgeschwappt. Und hier muss mir bestimmt nichts mehr denken, dass hier Spuren nach da führen, ins Dunkel. Das hat bestimmt nichts zu sagen, oder? The corpse strapped over the edge of the pool is contorted in the throes of what must have been his final agony. Rotting skeletal hands still clutched toward his throat. Okay, das klingt ja alles ganz hervorragend. Dann versammeln wir uns mal hier. Ist bestimmt der... Ja, wird es auch noch neblig. Das ist alles nicht gut. Hallo? Jürgens, du sagst Bescheid, wenn wir auf irgendwas treten, ja? Also besser vorher. Oh, ein grüner Skirmisher. Oh Gott, ein Drake. Okay, dann schauen wir. Ja? Hi? Following your lead. What? On your word. Hey. Hallo. Drake? Und du hast zwei Freunde dabei. Oh, du möchtest mit uns reden. Das ist okay. At the edge of this expansive chamber, encircled by a jabbering host of Xaurips, stands a massive reptilian creature. Stands. Flatter, flap, flap, flap. Kleiner Hinweis, dieses ist kein stehendes Reptil, das ist ein fliegendes Reptil. Es ist also flugfähig. Its snout is spattered with the bloody remnants of a recent meal. Aha, du warst das. Gobbets of flesh still speared on crooked fangs. Ha, das ist ja alles herzallerliebst. The Xaurips shift anxiously, looking up expectantly at the Drake and as the beast stretches leathery wings in challenge, brushing the pillars to either side. Ja gut, wenn du die Pillars brushen willst, bitte. Vielleicht müssen sie mal wieder sauber gemacht werden, aber bisher bist du noch nicht feindlich. Yes, yes, more sacrifice. Ah, du kannst sprechen. It flaps its wings briefly and stirs up great clouds of dust. Ja, da könnte man wirklich mal wieder sauber machen. Come here, godlike. Be honored. You speak. I find right here. Thank you. honored? Great honor, strength for lizards, blood for painting. Good fortune, all this I give. I am merciful and great. It opens its jaws wide, revealing sickle-sharp sharp teeth and a forked tongue. Okay. Blood for painting. Du bist ein Künstler. Ach, das ist hier eine Künstlerkolonie, verstehe. Bloody artists. Let me pass and I'll do you no harm. Da sagt er bestimmt, you shall not pass. These Xaurips sacrifice to you. Are you the master below? Das ist eine ziemlich blöde Frage. Wir sind auf Level 6 und das soll der, du sollst der Master below. Ich meine, okay, wenn wir ehrlich sind, wir wissen noch nicht, dass das, wie viele Levels hat? 15? Ich weiß nicht, auf jeden Fall eine Menge. Müssen wir nicht unbedingt wissen, aber Entschuldigung, das ist doch nicht der Master below, also der Xaurips. Aber vielleicht sagt er uns dann, wer der Master Below ist. Das wäre ganz hilfreich. Fragen wir ihn mal. Master Below ist... ja, das ist die sprichwörtliche Intelligenz der Drachen, nicht wahr?
Master below is below. Sacrifice is not very smart. Ja, das hatte ich befürchtet, dass du uns für blöd hältst mit der Frage, aber wir sind genau genommen beides nicht. Also wir sind nicht besonders schlau und wir sind auch nicht dein Sacrifice, ne? Also nur damit wir mal klären, wo wir stehen. You think you see a section of the Drake's scale chest begin to glow orange as it laughs. Master made me Lord here. Here, I'm King. Nee, Lord, aber gut. Flames scout from its nostrils and gaping jaws. I'm God of fire and gold. Entscheide dich mal, bist du nun der Lord, der King oder der God? Also, drei Wünsche auf einmal, das geht nur wirklich nicht. Hatte ich mir gedacht. Okay. Okay, ich würde sagen, hier brauchen wir ein bisschen Firepower. Also, du machst erstmal Interdiction. Du machst... Was er bestimmt nicht mag, ist Eis. Mental Binding bringt im Moment noch nichts. Was haben wir denn hier? Nee. Na gut, dann machen wir doch erstmal Soul Ignition. Burning them over time, das bringt bei dir wahrscheinlich nichts. Andererseits, over time probieren wir es mal. Und du machst mal... Okay. Naja, das heißt, das haben wir Duens hier mitten reingestellt. Das war ja schon mal richtig schlau. Also, Edea, du bist da richtig. Du bist da auch richtig. So, und du? Okay, hast du... Hat Aloth den Zauber losgekriegt? Oder habe ich ihn vorher bewegt? Aloth, wo bist du? Okay, du hast offensichtlich nichts gemacht, na gut. Obwohl, nee, du... Doch, du solltest das da machen. Und zwar da, wo ich auch hinklicken will und nicht, wo ich aus Versehen hinklicke. So, dahin, ne? Das sieht gut aus. Ich würde sagen, du könntest mal grundsätzlich schon mal so ein Protection-Ding machen. Oh. Wo willst du denn hin? Die haben eine Feuerattacke sinnvoller, oder wenn du dich... Okay, gut, dann müssen wir jetzt mal hier... Hilft nichts. Bisschen die... Autsch! Mach das mal.
Okay, der Drake ist ziemlich lustig. Der fliegt ja einmal durch die Gegend. Warum? Einfach nur so. Greift niemanden an. Finde ich total süß. So, du schieß mal bitte und treff mal irgendwen hier. Und du mach mal... Der Drake hat nicht mal einen Namen. Das ist ja auch enttäuschend. Aloth, was machen wir mal mit dir? Confusion wäre ja eigentlich auch mal ganz nett, ne? Mach das mal. Und du machst immer noch das Ding. Kannst aber noch mal einen Blizzard hinterher machen. Okay, die prügeln sich jetzt ein bisschen gegenseitig. Das finden wir total gut. Du triffst offensichtlich keinen Xerub Champion. Was haben wir denn hier noch? Ein Priester. Machen wir den weg. Okay. Oh, zwei Priester auf einen Schlag. Glückwunsch, Aloth. Aber jetzt ist der Drake sauer. Okay, jetzt kannst du mal. Jetzt sind die alle nicht feindlich. Das ist ja auch ungünstig. Weißt du was? Dann machen wir nochmal Soul Ignition. Und du. Schieß mal auf den und du machst mal Holy Radiance. Hast du getroffen? Misses. Mädchen, Mensch. Alles, zieh dich mal zurück. Ja, ist eine gute Idee. Mach mal auf den Drake. Haben wir noch... Priester sind alle weg. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal den Drake ausschalten, würde ich sagen. Nicht gut. Okay, Jones, dir geht's nicht mehr so gut, wie ich sehe. Mach da mal was gegen. Sneak Attack, Freiheit auf den armen Jones. Okay, also ich fürchte, Jones wird uns gleich verlassen. Seiner unnachahmlichen Art. Also es funktioniert so gut, mach das weiter und du machst... Den irgendwie so setzen, ja, das ist gut. Okay, ja, das wäre zu erwarten. Was?
Was? Hast du nicht getroffen? Boah, so schlecht war das gar nicht. Jürgens ist wieder bei uns. Okay, dann bringen wir den Drachen jetzt mal um endlich. So. This thing isn't doing the job. Vier kannst du nicht mehr haben, Freundchen. Blinder than a horpox bat. Wordy. Peel down the sound. Okay, jetzt hat sie noch was zerrissen. Hiravias, herzlichen Glückwunsch. Ja, Jürgens, richtig gut siehst du nicht mehr aus, aber lebst noch. Hiravias, 13 Punkte hat gereicht. Gut. Der Nicht-Master Below ist also ausgeschaltet. Hier haben wir eine ganze Menge Kram. Immer noch mehr Kram. Drag Turn. Menge Adra. Nix von Belang. Ich würde sagen, bevor wir hier irgendwas machen, rasten wir erstmal. Okay. Nicht, dass du uns noch einen falschen Schritt macht und. Nice and slow. Aha. See now what the flame has shown us? Ah. Ach, deswegen Pass. Ach ja, klar, sonst kommen wir nicht weiter runter. Ja, da ging es ja nur ganz nach oben. Okay. Okay. Gut. Nee, du sollst dich da nicht draufstellen, du sollst das durchsuchen. Ah, nett. Ilfan Bürgel Solis. Unique One-Handed Shield offensichtlich. Medium Shield. Plus Defense by Stun, plus Defense by Prone. Nehmen wir. So, ist hier eine Falle? Wohl nicht. Nature's Embrace. Freeze Woodskin. Das klingt mir nach einem Druidenzauber. Kennst du den? Woodskin. Friendly Eye, plus 6 Damage Reduction. War schlecht. Und das ist, Spell Holding. Gut, was war das? Spell Holding. Items of Spell Holding will automatically trigger the listed ability or spell when the user of the item is quit in combat. Also, das ist nicht so gut. Das, was ist. Spell Binding ist das, was gut ist. Aber ich meine, nehmen kannst du es ja. Warum nicht? Cancelt das irgendwas aus? Nope. Okay, und
Du hast Defenses so und deine sind deutlich besser. Dann geben wir das Schild mal dir. Bringt dann plus 16. Aha, müsste eigentlich mehr geben, oder? Plus 12 und dann plus 8. Ach nee, das sind plus 4. Ah ja, okay, jetzt habe ich es begriffen. Kommt also aufs Gleiche raus, nur du hast ein bisschen bessere QC. Na gut, das kann ja nicht schaden. Obwohl, hast du eigentlich irgendwas, mit dem du richtig schaden musst, dann ist es vielleicht doch besser, wenn wir das dir geben. Plus 15 Maximum Endurance, das ist so viel nicht. Hat da noch irgendeiner Platz für? Ich glaube nicht, ne? Für so einen Kram. Defense against Spells. Na gut, 15%. Naja, brauchen wir im Moment noch nicht, würde ich sagen. Okay, gut, sehr schön. Dann wollen wir, hier liegt noch was. Okay. Ist hier noch mehr? Okay. Und aus dramatischen Gründen hat die Musik aufgehört, so wie es aussieht. Okay. Nord und Geld. Alles nicht schlecht. Und dann holen wir uns noch die Camping Supplies. Hier war nicht mehr, ne? Nee. Okay, haben wir das Level auch erledigt. Dankeschön. So, jetzt sind wir ja frisch und ausgeruht. Volle Camping Supplies und toter Drache. Ja, naja. Okay, dann würde ich sagen, werden wir beim nächsten Mal noch ein Level weiter nach unten gucken. Ist hier wirklich nichts? Vague shapes of kith are visible in the cold black ash coating of brickwork. Okay. Gut, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und da gucken wir ins Level 6. Okay. Also, bis dahin. Tschüss.